So, und herzlich willkommen zurück zu Stray. Wir sind hier jetzt gerade so ein bisschen gestürzt tatsächlich. Und wir lecken uns ein bisschen die Pfoten, denn der Sturz war nicht unbedingt der sanfteste. Wir haben das, glaube ich, auch schon letztes Mal so ein bisschen uns angeschaut. Und haben aber auch, glaube ich, hier gestoppt, ne? Ich meine, ja. Deswegen können wir jetzt ganz beruhigt hier weiterlaufen. Aber war hier noch irgendwas am Auto? Nee, ne? Nee, da kann ich nicht rein. Okay. Ach doch, ich glaube, hier nach oben hin war ich unterwegs. Ah ja, genau. Doch, das kennt ihr noch. Denn ich habe mich hier zu diesem Angler gelegt. Ich weiß nicht genau, ob das... Ne, genau. Siehst du, wurde nämlich nicht gespeichert. Okay, das war der Checkpoint. Dann merken wir uns das einfach nochmal. Das ist ja kein Problem. Das kennen wir schon. Und wir werden jetzt den Dog suchen. Stellt euch vor, ich bin jetzt gerade hier aufgestanden. Und das sieht hier alles nicht besonders gut aus. Das sind auch alles so eine Eier, aus denen diese Zugs halt schlüpfen. Kann ich nicht rauf? Ah, okay, Gegenstand verwenden. Hier. Ah, guck mal, da. Ah, ja. Siehst du? Und das öffnet sich doch bestimmt. Davon gehe ich mal aus. Ich brauche hier also einen Gegenstand. Wahrscheinlich wieder so eine Art Schlüssel, so ein elektrisches Teil, das man da reinstecken muss, wie bei den anderen Sachen auch. Gute Sache, das. Da gibt es keine weitere Dose. Ich hätte schon gerne einen weiteren Energy Drink, um zu dem Händler einmal nochmal was hier zu tauschen. Okay. Vielleicht muss ich das Teil ja auch... Vielleicht muss ich den Kabeln erstmal folgen. Ah. Okay. Ich höre irgendwas auf der anderen Seite. Okay, wir wissen, wie es da lang geht zumindest. Ich folge mal eben dem Kabel hier. Da muss ich rein, da gehen die Kabel rein zumindest. Okay. Ja, dann. Ja.
Nichts, was ich so angucken kann. Ach so. Wie sind da schon drin, die Kabel? Hier kann ich gar nicht raus. Das ist nur die Etage darüber. Ja. Ach, guck mal an. Ein Wissenschaftler. Wow. Warte. Du bist kein Zurg. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Seamus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hergekommen, um meinen Defluxor zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Ja. Also haben wir den Dog schon mal gefunden? Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisst Seamus. Ist das dasselbe? Oder das gleiche? Ja, einige Erinnerungen haben wir noch. Wir haben auch einige quasi ausgelassen. Kommt hier was raus? Nein. Oh Mann, oh. Okay, da kann ich nicht lang. Kann ich von hier aus irgendwo raufspringen? Nee, tatsächlich nicht. Oh, ich mach mal Kamera an übrigens. Das habe ich ganz vergessen wieder. Wir waren nämlich gerade in einer kleinen Videosequenz. Okay, so, was ist das? Kann ich die Kamera wieder ausmachen? Auch nicht schlecht. Hey, sei vorsichtig mit dem Flugzeug. Bei voller Ladung kann er Zurks wie Konfetti in die Luft jagen. Oh, das ist schön. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt. Das ist ja wie... Hier. Das habe ich genau so gelesen, gleich, ohne zu wissen, dass es das gemeint ist. Aber das ist ja wie Zurück in die Zukunft. Back to the Future. 1,21 Gigawatt. Großer Gott. Nice. Also 21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Siehste, und da haben wir die Aufgabe. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zugs hier ist es zu gefährlich für mich, rauszugehen und ihn zu reparieren. Ja, weil die nämlich mittlerweile Metall fressen, wie wir gesehen haben. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich dir die Fluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeige dir, was du tun musst. Alles klar. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Sicherung erhalten. Sehr, sehr gut.
Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zurks. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich dir den Flugzeug aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück! Okay, also. Ich meine, wir wissen ja, wie der Weg ist, ne? Wir können hier lang. Wir können aber auch andere Seite lang. Was halt bequemer für uns ist. Naja, mal gucken, weil... Hier, ja gut, okay, die können von da kommen. Ja, okay, wird nicht einfach. Aber vielleicht doch. So sieht's aus. Okay. Oh, nice. Oh, schön, schön, schön. Da kann ich nichts machen. Ich glaube, das war's. Ja. Yeah. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Flugzeug ist? Das ist definitiv besser, definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment. Vielleicht kann ich den Flugzeug an deiner Drohne befestigen. Oh, das wäre natürlich nice. Aber wie groß soll das bitte aussehen? Es hat geklappt, der Fluxor ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Ja gut, soll ich ihn... kann ich den benutzen hier? Wie benutze ich denn den... die Fluxo, oder macht er sich selbst, macht er sich selbstständig? Ah! Okay. Ich schaff all diese Zugs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Ja, okay. Der Fuß ist ja super, aber wie ich vermutet habe, er kann überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Ja, okay, das hoffe ich natürlich auch. Gute Sache, das. Okay, dann lass mal gucken. Ja, natürlich funktioniert er nicht. Das heißt, wir müssen da irgendwo... Ah. Ah, okay. Ja, gut, verstehe schon.
das hier schon so? Kann ich da schon... Ach so, da kann ich... Ach doch, da hinten. Ach, da. Okay, ich dachte, ich muss durch dieses Ding durch. Aber da ist eine Öffnung. Die Eier gehen davon nicht kaputt. Okay. Uh.